Was ist hier mit dir, du olle Krähe? Na, verzieh dich. Oh Mann, das ist eine Ernte da. Wahnsinn. Uff, Mittwoch den, wir haben eine Verstopfung. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Farm Bloggerino hier auf diesem Kanal. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und ja, und diese Woche kommt mal ein bisschen Ernteabwechslung. Wir machen Bodenbearbeitung. Ich zeige euch unter anderem, wie gut die Erbsen sich haben dreschen lassen. Spoiler, nicht gut. Ja, und was sonst sich noch so erübrigt diese Woche. Ne? Ich erzähle euch so ein paar Takte, auch wie jetzt ungefähr so das Ernte-Zwischenfazit ist und so weiter und so fort. Und hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen wird. Also meine lieben Freunde, viel Spaß und bleibt dran. Ja, meine lieben Freunde, und wir fangen einfach mal an mit der Bodenbearbeitung. Wir sind hier jetzt gerade auf dem Rapsstoppel zugange. Ungefähr, ja, anderthalb Wochen, ja, knapp anderthalb Wochen, nachdem wir hier gedroschen haben. Wie man sieht, Fahrgassen wurden schon mal gelockert. Machen wir eigentlich nicht. Aber in diesem Jahr haben wir dann doch ziemlich tiefe Fahrgassen gehabt, die sehr breit verdichtet waren. Und da haben wir uns gedacht, nee, die müssen wir mal aufreißen. Das ist ein bisschen zu doll gewesen und deswegen kommt das zustande. Und wir arbeiten hier mit unserer Scheibenegge. Die Scheibenegge aus dem hauptsächlichen Grund, weil die natürlich durch ihre Scheiben und die schwere Walze hinten die Rapsstoppeln nochmal sehr, sehr gut durchschneiden kann und zerkleinern kann. Und wir dadurch auch nicht zu tief arbeiten, sondern ja, oberhalb nur ein bisschen ankratzen können, sodass auch selbst die restlichen Rapskörner, die noch nicht gekeimt haben, vielleicht den Anreiz bekommen, doch noch zu keimen. Und mit der Scheibenegge funktioniert das hier auf schwerem Boden halt gerade am besten, weil wir hier auch gerade gute Voraussetzungen haben. Der Oberboden ist gut abgetrocknet, das heißt, wir kleben und wir schmieren hier nicht. Das ist immer ein Problem hier auf dem Tonboden, aber heute sollte das kein Problem sein. Es ist gerade noch so ein guter Moment. Morgen ist Regen angesagt, da würde das Ganze nicht mehr so gut funktionieren. Deswegen heute ranhalten, heute Gas geben. Ich bin mit der Bodenbearbeitung beschäftigt. Vaters ist erstmal Erbsendreschen bei uns. Nicht schön, zeige ich euch aber noch. Und später ist noch auf Lohn. Und da drüben stehen die Ballen schon zusammen. Rüdiger ist am Ballen sammeln. Und ja, Matthias unterstützt natürlich meinen Vater. Also wir sind hier heute mit allen Leuten unterwegs. Jetzt wundert ihr euch bestimmt, Lennart, warum arbeitest du denn nicht ein bisschen versetzt zur ursprünglichen Fahrtrichtung? Das macht man bei der Stoppelbearbeitung so, damit man auch noch ein bisschen mehr Stoppeln erwischt. Jetzt hier beim Raps ist es nicht ganz so tragisch und auch beim Lehmboden nicht so wild. Macht nicht nur rein optisch, sondern auch von der tatsächlichen Arbeit keinen wirklichen Unterschied, ob ich jetzt hier so arbeite oder so arbeite. Es wird für mich nur sehr, sehr unkomfortabel, weil ihr könnt sehen, das Stück ist so eine richtig schöne S-Form von dieser Seite und von der anderen Seite genau das gleiche. Also es ist eigentlich fast gleich S-förmig, das Stück. Wir können uns das hier mal einmal angucken in meiner Karte. Achso, da war es ja schon. Da. Ah. Hier sieht es nicht ganz so kurvig aus, wie es eigentlich ist, aber da haben wir einen Blick nach vorne, da geht es so ab. Da ist der Blick nach hinten, da geht es so ab. Es ist also ein Stück, was, ja, es ist nicht schön, wenn du hier quer zur Stoppelein. Du kannst, klar kannst du hier eine gerade AB-Spur rüber machen, aber dann musst du erst wieder Ewigkeiten hier auskeilen und ja, Leute, wir fahren hier halt nur mal mit 3 Meter. Ne? Also wenn hier irgendjemand mir ein 6-Meter-Gerät kaufen mag oder eine 6-Meter oder 5-Meter, ich wäre auch mit 4-Meter Scheibenegge, würde ich auch cool finden. Ne? Wenn mir da einer kaufen mag, Kontaktdetails sind unten in der Beschreibung, meldet euch gerne. Ja, ansonsten bleibt das erstmal dabei. Beim Getreide sieht es dann wieder ein bisschen anders aus, aber hier beim Raps finde ich das jetzt nicht so schlimm und es funktioniert trotzdem und finde, mit dem Arbeitsergebnis kann man zufrieden sein. Wir wollen hier auch nicht zu viel bewegen, wir wollen hier nur ein bisschen Stoppeln klein hauen, ein bisschen Feinerde erzeugen, damit dann auch die restlichen Rapskörner und Ungras, Unkrautsamen hier zum Keimen kommen. Wir werden hier auf jeden Fall gleich nochmal einen schönen Blick nach draußen werfen und dann zeige ich euch mal, wie das Arbeitsbild so im Detail aussieht. Andere Eckdaten, wir fahren hier mit schnuckeligen 15 km/h, ganz gemütlich hier rüber, circa 1350 Touren. Also sind wir auch gar nicht mal so
verschwenderisch unterwegs und ich versuche hier nebenbei den nächsten Vlog hier fertig zu schneiden, der hoffentlich schon erschienen ist, wenn ihr das hier seht. Weil Leute, die Arbeitstage sind aktuell sehr, sehr lang. Für mich geht es ja aktuell immer schon 20 vor 6 los. Wir fangen dann auch erstmal an mit Tiere füttern, einstreuen, versorgen, bla bla bla. Dann vormittags halt noch die ganzen Maschinen abschmieren, startklar machen oder noch andere Arbeiten nebenbei machen, die auf der Strecke geblieben sind. Oder halt auch schon mal so ein bisschen Bodenbearbeitung co. Den ganzen Nachmittag bis in den späten Abend sind wir eigentlich mit dem Mähdrusch beschäftigt, mit dem Abtransport, mit dem Rundballenpressen und auch vor allem mit dem Rundballensammeln. So dass dann jetzt die letzten Tage, wo wir auch Wetter hatten, auch immer erst um, ja, eigentlich war ich immer erst so gegen 10:30, 11 zu Hause. Ich meine, gut, das könnte auch länger gehen. Bei uns war es nur so, dass wir jedes Mal ungefähr um diese Uhrzeit einen Schlag fertig hatten. Und abends um 10:30 im Stockdusteren bei unserer kleinen Flächenstruktur nochmal einen neuen Schlag anzufangen, ist sehr tricky. Nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist halt bei uns alles nicht so riesig groß. Klar, wir haben mal Ausnahmen, so wie der Acker, der ist ein bisschen größer. Aber der Großteil ist halt viel rumgespielt und rumgeturne. Ja, da brauchst du halt auch nichts mehr anfangen um die Uhrzeit. Ne? Und vor allem der Tau ist ja nun mal auch so, dass er mittlerweile schon ziemlich reinhaut. Wir haben schon trocken gedroschen, aber ich glaube, den Großteil haben wir mit 15,5 gedroschen. Also Feuchtigkeitsgehalt. Für die Leute, die damit nichts anfangen können. Eigentlich sollte es nicht feuchter als 14,5% sein, jedenfalls im Getreide, weil dann nämlich Trocknungskosten anfallen, die uns berechnet werden. Heißt weniger Geld. Ja, aber ich glaube, ich habe das schon mal erklärt. Aber das nochmal als so kleine Randinformation. Na? Ja, mal gucken, wie gut das hier funktioniert mit dem Schneiden. Ich weiß es nicht. Eigentlich ist es relativ unhoppelig hier, aber ja, wir werden es erleben. Ne? Ich versuche auf jeden Fall zeitnah diesen Vlog noch rauszukriegen. Irgendwie mindestens diese Woche noch. Drück mir die Daumen, dass das klappt. Ne? Das ist auf jeden Fall ist es aktuell schwierig, mehr als ein Video die Woche rauszuhauen, weil ich muss ja auch mal noch so ein bisschen meine anderen Social Media Kanäle bespielen. Ne? Also, wenn ihr mich auf YouTube vermisst, dann könnt ihr auch gerne bei Instagram vorbeischauen oder TikTok. Da bin ich auch noch aktiv. Da gibt es noch ein paar andere Sachen. Auch so ein bisschen zum Hof allgemein. Könnt ihr gerne vorbeigucken. Instagram mehr als wie bei TikTok, aber da kommt halt gelegentlich auch mal was Neues. Ne? Also ja, auch unten in der Videobeschreibung würde ich mich auch über ein Abo von euch freuen. Ja, sind doch ein bisschen weitergekommen, kurz vorm Ende. Mal sehen, 9,7 Hektar haben wir schon. 1,8 sind das noch. Also sind es auch 2-3 Bahnen hier so im Keil und dann gehen da eigentlich auch schon so die Vorgewände in so einem Halbkreis hier dann so, ne? Rum. Und ich habe es tatsächlich mal probiert mit dem Schneiden hier. Wenn wir dann mal Helligkeit haben. Oh, fast fertig. Also jedenfalls die ganzen Labergeschichten, ne? Wo ich hier erzähle und bla und hahaha. Das ist soweit fast fertig geschnitten. Das hat mir schon mal viel Zeit am Abend erspart. Aber ich denke für diese ganzen, ja, aufwendigen cineastischen Aufnahmen, ne? Ich möchte sie auch schön für euch in Action setzen. Das mache ich dann doch lieber da, wo ich ein bisschen mehr Konzentration habe und hier nicht die ganze Zeit so hin und her schaukel. Wie gesagt, gucken wir uns das jetzt hier einmal von draußen an. Ich meine, ja, das hier ist noch so halb Vorgewände, weil wir hier halt so ein, ne, großes Einmal-Rum-Vorgewände haben. Aber allein die Bodenfeuchte hat schon gereicht, ne, diesen ganzen Raps hier zum Keim zu bringen. Aber nicht alle Körner, ne? Mal gucken, kriegen wir da noch einen? Ich weiß nicht, ob man es sieht. Jetzt ist er runtergefallen. Der hat jedenfalls auch schon so einen kleinen Keimling gehabt. Das ist eine kleine Wurzel. Ja, die kommen jetzt auch alle. Also hier drunter ist sowieso so ein kleines Feuchtbiotop. Ja, cool. Cool. Also wie ihr seht, es ist schon viel Raps von alleine gekommen. Aufgabe von der Scheibenegge ist jetzt hier gar nicht mehr so viel durchzurackern. Wir haben halt auch Stellen wie das hier, wo halt absolutes Lager ist. Da liegt das halt alles so am Boden. Das kriegst du halt auch nicht mit einem normalen Schneidwerk. Ne? Schaut euch das an. Das ist so eine ausgewachsene Matte. Aber das ist gar nichts mehr. Ne? Das ist einfach nur so ein Wurzelbüschel hier schon, weil der Raps hier rausgewachsen ist. Weil das halt komplett platt am Boden war. Das hast du auch mit dem Schneidbecken gekriegt. Ihr seht das ja, wie tief wir hier den Raps abgemäht haben. Ne? Weiter runter kommst du halt nur mit so den Geschichten wie so ein Draper-Schneidwerk. Aber was ein Draper-Schneidwerk ist, ist wieder eine andere Sache. Kurz gesagt, ein Schneidwerk, das ganz, ganz flach kann. Das ist jedenfalls nochmal mit der Scheibenegge, das ist ein bisschen, ne,
klein geschnitten kriegen, dass es dann nachher beim Grubber auch nicht anfängt aufzustauen oder zu verstopfen oder aufzuschieben, dass du nachher so einen Haufen drin hast, weil da wächst dann auch nichts und ja, sieht dann halt auch bescheiden aus. Deswegen fahren wir mit der Scheibenegge rüber. Und wenn wir mit der Scheibenegge drüber waren, dann sieht das so aus. Da ist jetzt hier auch wieder ein so ein Wurzelbursche. Er ist jetzt ein bisschen auseinandergeschüttelt, aber man sieht, das sind jetzt wenigstens nur noch diese ganzen Rapswurzeln, die einmal raus sind, ne? Von diesen Keimlingen. So, das ist hier unser Oberboden. Ja, danke mit deinem Motorrad. Ja. Dieses laute Rumgeblubber. Ich meine, ich bin auch ein Fan von so einem Ami V8-Wagen wie Ford Mustang und Co. Also die Oldtimer. Aber ich weiß nicht, für so einen Chopper. Gut, ich schweife ab. Wir haben hier auf jeden Fall unser locker, fluffigen Oberboden, wo es einmal so ein bisschen die ganze Organik vermischt ist. Sind nicht zu tief rein. Also wenn wir mal schauen, da geht es nämlich schon. Das ist hier unser Bearbeitungshorizont. Hier ist die feste Bodenschicht schon wieder da. Und das ist hier einfach so, was da so drüber ist. Ne? Dieses Gemisch aus Organik, Ausfallraps und so weiter und so fort. Noch schöner wäre tatsächlich so eine Messerwalze, meiner Meinung nach. Aber da kommen wir zum nächsten Problem. Ich besitze keine Messerwalze. Wenn aber jemand von euch mir eine Messerwalze spendieren möchte, da unten sind meine Kontaktdaten. Ihr dürft gerne Kontakt aufnehmen. Ach Leute, ja, jetzt ist auch zu spät für eine Messerwalze, ne? Ja, es hat ja so auch ganz gut geklappt. Ja, bin ich zufrieden mit, bin ich happy mit und wir sehen jetzt mal zu, dass wir hier die Vorgewände noch fertig kriegen, weil wir haben noch ein bisschen mehr vor, außer das bisschen Rumgespiele hier. Das ist heute nicht mein Tag. Da hinten, ob man ihn irgendwo sieht, selber mal gucken. Da ist Staub. Mensch, hier, da hinten ist er. Das ist heute echt ein blöder Tag. Wie ihr eben gesehen habt, war ich ja noch ganz entspannt mit der Stoppelbearbeitung beschäftigt, bis dann das Telefon geklingelt hat. Erst hat meine Mutti angerufen, Lennart, der Mähdrescher brennt. Ich sag ja, scheiße, und? Ja, wollte ich nur sagen. Ja, super. Da war die Laune schon am Tiefpunkt. Da habe ich mir schon gedacht, ja, schön, jetzt ist die Karre abgebrannt, jetzt ist Müllernte 23 wirklich perfekt. Dann später der Telefon geklingelt, da war diesmal mein Vater. Er sagt, ja, Mähdrescher hat gebrannt, hat aber gelöscht gekriegt. Ja, jetzt gibt es hier aber einen Flächenbrand. Ich muss herkommen, eben die 18 Tonner irgendwie vom Stück holen, weil er war im Lohndrusch unterwegs. Und unser Mitarbeiter war mit dem Auto da und Feuerlöscher hat ihm da geholfen, das irgendwie unter Kontrolle zu kriegen und war halt nicht mit dem Trecker hier. Also, Scheibenegge ab, hierher. Hergekommen, war schon ein Großaufgebot an Feuerwehr da. Ich glaube, 6 Feuerwehrautos, unzählige Feuerwehrmänner. Absoluter Wahnsinn. Krankenwagen, Polizei, also volles Programm. Ich werde euch jetzt im Hintergrund mal so ein paar Bilder davon einblenden, was überhaupt passiert ist. Also die Vermutung liegt nahe, dass sich da irgendein Kaffnest im Motorraum entzündet hat, wie das halt immer so ist beim Mähdrescher. Mein Vater dann rechtzeitig bemerkt, dann mit dem ersten Feuerlöscher versucht zu löschen und dann kam man mittlerweile mit dem zweiten und das haben sie immer noch nicht gelöscht gekriegt, weil er immer noch wieder angefangen hat zu kokeln. Und dann war halt auch schon die Feuerwehr da. Das hat alles gelöscht, unzählige Liter Wasser einmal durchgehen lassen durch den Motorraum, bis das dann zu Ende war und dann die Karre wieder angestellt und es ging nichts. Also Mähdrescher ist angesprungen, aber Monitore waren tot, gar nichts. Da haben wir schon gedacht, super. Jetzt ist uns der Kabelbaum aufgeraucht. Jetzt haben wir richtig Party. Ja, kriegt mal in diesem Jahr, wo jeder einen Mähdrescher haben will, einen Mähdrescher ran. Einen Ersatz. Weil Kabelbaum ist ja eben auch nicht mal schnell gemacht. Naja, long story short, wie der Ami so sagt, oder der durchschnittliche Englischsprecher. Er läuft wieder. Er läuft zwar komischerweise ohne Lenksystem, also man musste den Monitor vom Lenksystem rausziehen. Dann gingen die normalen Monitore vom Mähdrescher wieder. Also halt ohne Lenkung. Keine Ahnung, warum das so ist, aber er läuft wieder. Aber es ist jetzt halt nur so, dass er läuft. Ich weiß nicht, ob er gut läuft. Ich habe mit ihm noch nicht weiter gesprochen. Hier ist jetzt gerade der Werkstattmeister unserer Vertragswerkstatt vor Ort. Also auch von John Deere direkt. Ja, der hat den Kahn wohl erstmal wieder zum Laufen gekriegt. Ich weiß nicht, wie gut. Ich kann es euch gleich erst sagen, aber ja. War natürlich erstmal ein gewaltiger Schock. Laune war sowieso schon im Keller. Da ist es ja nicht so, als wenn wir gar nichts zu tun hätten und das nicht gebrauchen könnten. Mal schauen. Vielleicht gibt es noch einen schönen Zeitungsartikel, den ich euch jetzt hier einblenden kann.
Oh Mann, oh Mann. Leute, das ist eine Ernte da. Wahnsinn, Wahnsinn. Das jedenfalls so als kleines Kurzupdate. Ne? Mal sehen, ob er gut läuft oder noch doch irgendwie andere Probleme hat. Ich weiß es nicht. Moment, Leute. Stoppelbearbeitung zwischendrin. So ein bisschen. Seit unserem kleinen Mähdrescher-Zwischenfall sind 2 Tage ins Land gegangen. Ich hatte gestern irgendwie ehrlich gesagt nicht so wirklich Lust zu filmen. Ne? Man hat ja auch manchmal so Tage, wo man eher wenig Motivation hat, weil zeitgleich ist es halt aktuell auch sehr arbeitsintensiv und ich habe halt auch so ein paar Sachen im Hintergrund, wo ich mir auch einen Kopf drum machen muss. Deswegen etwas verspätet. Ich habe auch nicht mehr viel zu sagen. Mähdrescher hatte tatsächlich noch so ein klein wenig Elektronikprobleme, nachdem er wieder gelaufen ist. Weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt direkt daran lag, dass er gebrannt hat oder halt, dass die Feuerwehr den Mähdrescher mit Wasser geflutet hat. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Wie gesagt, hat er keinen weiteren ernstzunehmenden Schaden davongetragen. Ja, nochmal Glück im Unglück gehabt. Mittlerweile läuft auch wieder gut. Ne? Also hat er irgendwie noch diese 1-2 Stunden Bauchschmerzen gehabt da auf ein Stück, wo wir nochmal einen Fehler suchen mussten. Hat dann mal funktioniert und ja, läuft wieder. Ne? Ich weiß das auch nicht. Also Ernte in diesem Jahr macht nicht so Spaß. Ist irgendwie keine spaßige Ernte. Es läuft alles halbwegs und wir kommen auch einigermaßen voran. Na, also ich bin jetzt heute nochmal mit Stoppelbearbeitung beschäftigt, bevor wir nämlich Raps aussehen. So, hier soll nämlich Raps noch hin. Der Raps kommt meistens so ja, 25. August rum in die Erde. Bei uns wird es aber erst der 1. September sein. Warum, erkläre ich euch noch. Und was man bei Raps aussah, das kommt alles noch. Ne? Halb ist oberflächlich. Jedenfalls müssen wir zusehen, dass wir, bevor wir hier den Raps aussehen, nochmal möglichst viel Ausfalltritikale hier zum Keimen bringen. Deswegen bin ich hier mit unserem Flachgrubber in Gang. Da sind wir dann auch ja, sehr schlagkräftig unterwegs. Diesmal, weil es auch eine förmige Fläche ist, ne, leicht versetzt zur Fahrtrichtung oder zur eigentlichen Drillrichtung. Drillrichtung ist so. Ich mache jetzt aber so. Oder halt so. Und sonst ist so. You know what I mean. Das ist der Dance-Move, Leute. Ich sag euch das. So sieht das Ganze von hinten aus. Nicht spektakulär. Wir haben hier Flügelschare. Cool wäre das noch, wenn wir hinten einen Striegel dran hätten. Dann wird das noch viel mehr bringen, gerade ja, in Anbetracht, was Wurzelunkräuter oder Gräser angeht. Aber das ist dann irgendwie ein Bauprojekt für den Winter. Ursprünglich war das hier nämlich nur normaler Federzinkenrubber, den wir zum Gülle einarbeiten genommen haben, weil ne, leichtzügig, hohe Arbeitsbreite, damit kann man gute Flächenleistung realisieren. Jetzt haben wir ihn halt so ein bisschen zweckentfremdet zur Stoppelbearbeitung. Das sehen wir auch nochmal, wenn wir den ausheben. Das sieht man an den Scharen, das sind halt alles diese Gänsefüße. Gänsefüße, weil sie halt ein Stück weit aussehen wie Gänsefüße, also diese Schare. Ich mache das Stück hier heute Abend jedenfalls noch fertig. Danach muss dann wieder die Rundbeinpresse ran, weil ich hier auch einmal bei uns 3 Hektar Roggenstroh zu pressen habe. Vaters war jetzt noch die Tage relativ viel in Lohn unterwegs mit dem Mähdrescher und ja, wenn er dann abends mal nicht zu spät da war, haben wir auch noch was bei uns gedroschen und da sind jetzt halt noch 3 Hektar Roggen nach und 2 Hektar noch beim Kunden nach und vielleicht dann noch ein bisschen, also 2 Hektar sicher und anderen weiß er noch nicht. Das heißt also, irgendwie gegen 18.30 Uhr werde ich mit der Presse starten. Ich habe jetzt noch die 4 Bahnen und dann war es das hier auch schon. Deswegen sollte das wohl hinhauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich heute Abend dann endlich mal fertig werde mit dem nächsten Video. Das soll ja eigentlich morgen kommen. Also heute haben wir Mittwoch den, wir haben eine Verstopfung. Ja, wir haben eine Verstopfung. Kriegen wir unsere Verstopfung da durch? Nein, kriegen wir nicht. Oh, das ist doch ein Witz. Das bisschen Blödmannstroh. Jetzt endlich verstopfungsfrei. Heute ist auf jeden Fall Mittwoch, der 16.8. Morgen haben wir Donnerstag, den 17.8. Das weiß ich ganz genau, weil ich nämlich an einer Auktion mitbiete und da ist was dabei. Das finde ich sehr interessant und ja, wenn ich Glück habe, gibt es das vielleicht irgendwann zu sehen. Vielleicht habe ich auch kein Glück und das ist zu teuer, dann gibt es das halt nicht zu sehen. Mal gucken, ihr dürft euch überraschen lassen. Oder ich sag euch einfach, dass es nichts geworden ist. Ja, keine Ahnung, Digga. Auf jeden Fall komme ich mit dem ganzen Videoschnitt eher schleppend voran. Also ich habe jetzt hier auch wieder meinen Laptop dabei. Ich habe das immer so gemacht. Ich kann euch das hier einmal zeigen. Wenn alles gut läuft und verstopfungsfrei läuft, dann mache ich hier mein Handgas rein, dann kann ich hier den Hebel hochklappen. Dann nehme ich meinen Laptop,
jetzt ist der Acker auch sehr gut eben. Ach, dann muss man natürlich auch gucken, dass man das aufgeklappt kriegt. So, und dann sitze ich hier und dann, ne, dann mache ich so. Das Gute ist, das Schneiden kannst du ja auch schon mit Tastenkombination machen. Das heißt, ich muss hier, ne, nicht dauerhaft so rumfummeln. Aber es ist nicht schön, aber es geht. Ne, dass ich hier irgendwie nochmal vorankomme, dass ich wenigstens ein Video in der Woche schaffe. Ich sammle jedenfalls einiges an Material, Leute, dass wir zur Not gut nachholen können. Ne? Aber gut, ich sehe jetzt erstmal zu, dass ich hier fertig werde auf dem Acker, dann muss ich noch hier runter und Presse umbauen und bla 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 bla. Wir wollen auch mal Feierabend machen, ne? Ein bisschen Paloma. Tachchen, liebe Freunde und Freundinnen. Zwischenfruchtaussaat. Gestern gab's 25 mm. Ich glaube, man konnte mir anmerken, dass ich mich darüber sehr gefreut habe. Naja, Leute, wir nutzen die Zeit halt ein bisschen anders. Haben wir ja ein bisschen Zwischenfruchtaussaat noch, dass wir da auch mal ein bisschen vorankommen. Aber die ersten Zwischenfrüchte, die wir bereits gesät haben, die sind schon gut durchgestartet. Da schauen wir auf jeden Fall auch noch mal hin, wenn da mal wieder Zeit ist. Wir hoffen jetzt darauf, dass nach dem Regen gestern mindestens heute schön bleibt. Morgen ist noch so ein bisschen durchwachsen, soll aber eigentlich auch schön sein. Und danach soll die Sonne noch mal 4-5 Tage Vollgas geben, dass wir noch mal im Angriff im Getreide wagen können. Es sind jetzt tatsächlich bummelig 150 Hektar noch über, also grob über den Daumen 80 bei uns. Der Rest ist noch in Lohn, so was kommen kann, garantiert. Weil das andere ist dann halt so, oh. Mal gucken, wer noch dazu kommt. Ja, da hoffen wir natürlich, dass wir ein paar schöne Tage noch bekommen, dass wir da endlich mal fertig werden. Also, ja, reicht dann auch. Parallel dazu haben wir noch mal ein bisschen Gras gemäht. Vierer Schnitt. Ackergras, Kleegras, aber ich weiß es gar nicht. Ist das schon der vierte? Da sehen wir jedenfalls zu, dass wir da fertig werden. Das ist hier mit dir, du olle Krähe. Ja, verzieh dich. Jedenfalls sehen wir zu, dass wir da fertig werden. Muss noch ein bisschen Silo machen und danach hoffentlich dreschen können. Ich mache jetzt hier noch einmal das Stück hier fertig. Das ist ein richtig gewaltiger Acker hier. 7 Vorgewände auf 1,5 Hektar. Alter, das ist eine Qual. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie man Vorgewände definiert. Ne? Andere Leute würden halt sagen, das sind halt noch Keile. So, das, also 1, 2, 3 Keile und halt 1, 2, 3, 4 Vorgewände. Ist jetzt aber egal. Nennen wir alles Vorgewände. So, es ist beides umständlich. Von daher macht auf 1,5 Hektar natürlich richtig Spaß, hier richtig geil rumzurühren. Aber gut, wir haben es gleich auch geschafft. Ich wollte euch das kleine Update hier nochmal geben. Ich versuche jetzt hier einfach mal den Multitasking-Meier zu machen. Hier Vorgewände, erste Bahn muss man mal selber lenken. Und ansonsten würde ich an dieser Stelle mich verabschieden für diesen Farmvlog, Leute, damit ich heute Abend, wo noch schlecht Wetter ist, nochmal dazu komme, das Video fertig zu schneiden für euch. Damit ich dann nicht wieder in Zugzwang gerate. Wie beim letzten Video. Ne? Letztes Video ist gut geworden. Habt ihr halt nur 2 Sachen vergessen. 2 Bilder. Die blende ich euch hier einmal nachträglich ein. So, das ist das mit der Fallzahl. Das verschiedene Brotgetreide, bla bla bla. Und ich hoffe, damit könnt ihr leben, dass ich euch das eingeblendet habe und was anfangen. Ich versuche mir bei diesem Video mehr Mühe zu geben, dass ich nicht so viel vergesse. Aber ich bitte dann nur um ein bisschen Verständnis, weil ja. Ich habe halt aktuell nicht viel Zeit, die Videos zu schneiden und möchte das dann schon halt gut machen. Aber ja, vergesst dann halt mal so ein paar Sachen, weil wenn man es gut machen möchte, dann braucht man dafür halt auch lange. Ne? Ich kann euch halt auch die Clips hier so reinhauen und dann sind da halt aber 10 Millionen S und Abers drin. Weiß ich nicht, ich habe da selber nicht so Genuss dran, mir das anzuschauen. Deswegen, naja, ich schweife schon wieder ab. Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass ihr diese Woche wieder dabei wart. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Gerne einen Kommentar abgeben. Und ich würde sagen an dieser Stelle, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.